und herzlich willkommen nach ewigen Zeiten zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Ja, tausende ist es ja gefühlt. Ja, echt. Ich habe was Schönes ersteigert, und zwar Lego der Mansions, wie ihr seht. Und da habe ich auch einige Packs dazu gekriegt. Ich habe einfach mal geguckt, ob ich das günstig kriege und tata. Man muss dazu sagen, es gibt endlos viele Erweiterungen, habe ich das Gefühl. Ja, richtig. Es kommen vor allem immer neue dazu. Ja, das soll ja auch noch ein paar Jahre supportet werden. Ja, warum? Ich frage mich nur, wie das dann funktioniert, softwaretechnisch. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Wenn du ein neues Paket hast, es kann ja nicht nur an den Figuren liegen, ob er dann Updates für das Spiel machen muss oder so. Das weiß ich noch nicht, wie das läuft. Ach, guck mal, es ist nochmal extra Farbe. Das, komm, wir zoomen mal an, haben wir ja ewig nicht gemacht. Das Spiel. Ich glaube, hier ist nur das. Genau, hier sind die Steine drin. Genau, das ist hier so die Station, wo die draufgestellt werden, die Figuren. Und natürlich das Spiel selber. Also, wie ich das verstanden habe, funktioniert das ähnlich wie mit den Amiibos, nicht? Ja, genau. Man stellt die auf diese Plattform und dann werden die ins Spiel teleportiert. Ne? Genau, und das ist eben das Starter-Set? Das Starter-Set. Weil das einzige Set ist, wo das Spiel mit drin ist. Genau. Es gibt auch noch andere Portale, da ist aber das Spiel nicht mit drin. So. Also fangen wir mit dem an, fangen weil wir man mit dem anfängt. Ha. Ja, man, den muss man ja anfangen, damit man überhaupt anfangen kann. Was haben wir hier sonst noch? Pappe. Gibt es eben mehrere Welten, mehrere. Proudly presented by Lego DE! Kommt natürlich auch wieder in die Beschreibung rein. Oh, was haben wir hier noch? Oh, warte mal, was haben wir denn hier noch? Du fängst schon an zu bauen. Nein, noch nicht. Ich hab Typen raus. Das klebt irgendwie zusammen. Das ist das Spiel an sich. Das sind drei Typen. Das muss man natürlich. Da gehe ich nicht dran, da klebt was, sonst habe ich es hinterher kaputt gemacht. So was bin ich dann vorsichtig. Ach so, ja, da klebt wirklich. Ja. Nicht, dass das jetzt das ultimative Sammelding ist und dann ist es bei eBay gleich 50 Euro weniger. Das ist aber echt. Wenn nicht, lass dran, wir brauchen es, glaube ich, zum Aufbau. Nee, zum Aufbau brauchen wir es nicht. Ich glaub, Poster ich und Poster. Noch, was es sonst noch gibt, denke ich mal. So, ach, das kann man sogar rausnehmen. Das ist ein Poster, also. Bonjour, BD, hebt de Neuk. Benötigen Sie Hilfe? Achso, okay. Hoffentlich nicht. Ich weiß nicht, ob wir da bei diesem kleinen Hütchen drei Teile machen. Nein, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Tüte nur rein. Wir lassen die Tüten trotzdem zu, damit wir natürlich. Ich zoome erstmal rein, damit ihr wieder mal sehen könnt, was wir hier so anstellen. Und was wir lange nicht hatten, Recycling. Ja! Wie immer passend dazu, wird morgen unser gelber Sack abgeholt. So, wieder die schönen Umhänge. Ah ja, das ist ja wieder was für dich. Ja, ja. Du kannst ja schon mal die White Cat zusammen machen. Ich glaube, dass. So. Ja, genau, so hatten wir das immer. Wir müssen gar nichts mehr, gar nichts mehr. Gar nichts mehr, es ist so ewig. Unsere Produktionsfirma hat uns lange im Stich gelassen. Die hat auch einen Umhang, aber der ist nicht so schlimm. Vor allem habe ich auch günstig die Wii U gekriegt mit Spielen. Ich wollte sowieso schon länger dieses Lego Dimensions haben. Ja, stimmt. Weil das ein tolles Spiel ist. Auch da habe ich mir Gott sei Dank noch nie was von angesehen. So, dürfen wir denn wieder spoilern? Weil dann erzähle ich ein bisschen was, um was es da geht. Ich weiß halt nur ein bisschen die Technik dahinter, aber Story oder sonst irgendwo, wobei Story sehr weit an sich ständig. Aber worum es allgemein geht. Also man kann ja auch das Startspiel alleine spielen, ohne die Erweiterung. Ja. Also es geht darum, dass Lord Vortech, so heißt er, verschiedene Charaktere entführt hat. Ah. Also von jedem etwas, also von Batman und Robin und ne, so weiter und so fort. Von mehreren Melten. Emmett wird auch geklaut oder so, ne?
Emmet, genau, das habe ich auch. Emmet habe ich irgendwo schon gesehen. Und ja, und die drei ziehen dann los, um Lord Vortigern aufzuhalten, weil er will diese Welt, Lego-Welt, ins Chaos stürzen. Das ist Batman, den bastelst du wegen dem Cape. Batman. Du kannst es besser. Ich bin Batman. Genau. Ich sehe, du starrst gerade auf die Skip-Taste. Ja, das ist so geil. An einer Stelle würde ich das lassen, aber ich bin ja nicht an einer Stelle. Ja, das ist toll. Ah, herrlich. Ich glaube, der Film läuft schon längst, oder? Der läuft schon, ja, schon länger. Ja. Ah, grandios. Ich muss sagen, der Anfang vom Trailer gefiel mir ja gut. Aber? Der Rest nicht mehr. Von wegen, dass sie mal Batman so einen auf Einsamkeit machen und so. Die Idee fand ich ganz witzig. Hm. Wobei Dark Knight ja auch schon so in die Richtung geht. So, die drei Helden. Ja, der rutscht immer. Ach, das habe ich verkehrt rum drauf. Ah. Wie verkehrt? Ja, der Pin gehört nach außen. Ich dachte, der Pin gehört in die Hand. Ja. Ja, ja, du hast es richtig. Das war Folge 1, nein. Das erklären wir auch, ne? Was man braucht. Einen Fernseher braucht man, also überraschenderweise. Ach, das ist Lego, wieso brauche ich dafür Fernsehen? Ja, die Frage könnte man sich stellen. Ja, jetzt stell dir mal vor, so eine ältere Dame, mein Enkel wünscht sich was aus Lego. Nehmen Sie doch das hier. Mm. Und dann packst du es aus, mein Kind hat ja gar keinen Fernseher. Oh, komm. Und dann kommen die Zusatzkosten. So haben sie mich nämlich. Ja, so. Alles eingebaut. So haben sie dich dann. Recycling! Lande nicht in der Tüte. Juhu! Ich muss ja sagen, ich war von dem Trailer damals, als das vorgestellt wurde, sehr fasziniert. Ja, richtig. Das war auch sehr gut gemacht. War sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ich musste mal an Stargate denken oder sowas. Ja, toll in der anderen Dimension, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja. Auch schon wieder ein bisschen her, aber das macht ja nichts. Hier, Dr. Who hilft ja den dreien so ein bisschen, dass die da durchkommen, also durch diese Welten. Ja, jetzt kommt was, wovon ich nicht stehme. Also Dr. Who habe ich bisher überhaupt keine Berührung mit gehabt. Ich auch nicht, ja. Ich weiß nur, Torchwood ist eine Anlehnung an Dr. Who. Mhm. Weil es ist ein Anagramm. Okay. Also aus Torchwood lässt sich, wenn du die Buchstaben verwurschtelst, Dr. Who machen. Ach so. Weil die sich irgendwie von denen haben inspirieren lassen. Oder irgendwie sowas. Meine Mama guckt immer mal Torchwood, hat auch die DVDs, aber Dr. Who. Ich kenne immer nur die Telefonzelle, aber ich weiß nicht. Ja, die Telefonzelle kenne ich auch. Was genau. Damit aus sich hat, weiß ich nicht. Hast schon einen fertig. Er muss ja erstmal kleben, ne? Ach, ja. Auch nach langem wieder. So abgespacete Farben auch, ne? Das muss. Das ist doch richtig. Nee, das muss so. Dahin. Doch, das muss dahin. Red doch nicht mehr. Ich habe mir extra die Fingernägel noch nicht gemacht, damit die Fälle. Ey, wir haben das Profi-Werkzeug, ja? Ja, wo ist unsere Praktikantin? Da haben wir schon, wie viele haben wir schon davon? Ja, davon haben wir eine Menge, aber noch keine richtige Praktikantin. So. Auch keine falsche. Wir haben auch noch nie Anfragen gekriegt, das ist irgendwie sehr traurig. Leider, von hier aus sehr schade. Dabei sind wir so nett. Ja, wir haben halt keine Millionen Abonnenten, da gestaltet sich das schwierig. Genau, richtig. Wenn dann so ein Gronkh kommt oder ein LeFloid oder so, dann würden sie alle hier schreien. Ja, ist nochmal so, ne? Ja, wollen ja jetzt auch keinen Hass gegen andere YouTuber, jeder macht seins. Jeder macht seins, ja. Jeder hat so sein. Soll ja auch so sein. Steckenpferd, ne? Sonst wäre YouTube nicht, was YouTube ist. Wobei ich mich sowieso frage, wo die den ganzen Speicher hernehmen. Irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Ja, das stimmt. Ja. Ich guck mal. Ja, viele Teile sind auch nicht zum Bauen. Ne? So. Sehr überschaubar. Och, ja. Das Tor. Dafür machen wir es langsam. Ja, geht, ne? Nein,
ist alles gut. So. Schön. Gibt's gar keine dritte Tüte? Doch. Doch. Ja, wollte ich doch sagen. Fragst du nur, wo die ist? Hier. Ah ja, dann sag nicht, es sind nicht viele Teile. Wir hatten auch schon kleine Teile und haben eine Stunde dran gesessen. Also. Das stimmt. So, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Ja, prima. Richtig. Deswegen, das sieht immer so nach wenig aus und dann hockst du hier. Wieso passt denn das jetzt nicht? Ja, alles schon gehabt. Ach, nur mit Gitter ist das. Ja, das sind so Gitter. Ach so, die kommen hier. So. Ich hätte das zweite Gitter. Jetzt so kleine Glaspyramiden. Also Dreiecke, ne? Ja, da ist noch eins. Meinst du die blauen? Ja. Ja, ich denke schon. Andere haben wir ja nicht. Stimmt. Und wenn ich nehme, sie wieder runter. Da kommt ja nichts drauf. Glaube ich. Nee, da kommt nichts. Das ist der Dekor. Das ist der falsche. Das ist... Jetzt müssen wir mal gucken. Kommt der denn hier so drauf? Brauchst du zwei? Ja, okay. Kannst wieder kleben. Echt? Ach, da kommen so Bänkchen, die habe ich. Ja, ja. Da kommt noch so ein. Da kommt zwei. Ja, ich dachte, den hättest du gerade. Du hast ein anderes Teil hier gehabt. Da ist er doch. Ah, die Kronen darf ich kleben, okay. Kleber! Sehr stylisch. Ja, stylisch ist es. Ist toll. Ah, doch, via USB, okay. Ich war schon mal legen, wie das da dran kommt. Das ist mit USB. Ich muss ja immer gucken, wie... Da ist das. Nein. Ach, guck mal an. Das schiebe ich jetzt mal kurz rein, während du am Basteln bist. Ja, weil die ganze Zeit immer legen, woher weiß das System, was du da für Männchen stehen hast. Jetzt weiß ich nicht, ob man das im Film sieht. Doch, das sieht man. So, muss jetzt umgekehrt hängen. Da sind so ganz kleine Chips drin. So ganz kleine Leiter dran. Daran erkennt das System offenbar. Seht ihr das? Mhm. Ganz, ganz kleine. Ja. Krass. Das ist richtig krass. Dann ist da drin gespeichert, welche Figur das ist. Ja. Weil das hat mich echt interessiert. Haben sie das Futuristische direkt mit übernommen? Ja, das falsch geklebt. Soll das in Gandalf sein eigentlich? Das soll Gandalf sein. Ja, ne? Ich will jetzt euch alle durcheinander bringen. Es gibt ja durchaus noch mehr Zauberer. Ja, das stimmt. Gerade bei Herr der Ringe, Harry Potter, was alles so gibt. Schade, dass mir nur zwei einfallen. Lord Voldemort. Ja, gut, der gehört ja zu Harry Potter. Also, was heißt dazugehören? Ja. Irgendwie stimmt die Klebe ja nicht. Kannst du schon mal weitermachen? Also, ja. Ich muss hier. Nicht, dass dich das irritiert, ey. Nö, das hat irritiert mich nicht. Ah, ich mach das mit links, das kennt. So gehört das. Aber im Film muss man immer aufpassen. So, jetzt wird's richtig. Das ist falsch. Vor allem dieses Tor wird dann auch in diesem Spiel gezeigt. Also, da kommen die drei ja auch an. Ach so? Vor diesem Tor. Also das ist schon richtig cool gemacht. Schon ein paar, naja, Augmented Reality ist es nicht, aber so in der Art könnte man schon fast. In der Art, ja. Warte, ich steck dir noch einen hin, dann kannst du weitermachen. Oh ja. Vermischte Realität. Warte mal, kann das stimmen, was wir da gemacht haben? Ja, stimmt. Ja doch. Es sah gerade so aus, als wären wir nicht mittig hier vorne, aber das hat man getäuscht. Ja, manchmal täuscht das. Genau. Genau. Haben wir jetzt gleich gedrückt. Ja, ist auch immer so. Meistens. Ja. Na,
Jetzt hast du wieder diese Bänkchen. Hast du schon beide? Ich habe nur ein Bänkchen. Ein Bänkchen. Bänkchen. Da, direkt vor meiner Nase. Ja, die sind ja ein bisschen durchsichtig. Ja, was? Das ist ein cooles Blau-Grün-Türkis. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das allgemein ankommt, das Set. Hat man da mal irgendwelche Zahlen so gelesen? Oder? Zahlen gelesen? Nein, nein. Aber es gibt ja für mehrere Konsolen dieses Starter-Set. Und das stimmt. Und diese Zusatzpacks laufen bei allen. Egal, welches Starter-Pack du hast. Ne? Das ist halt das Gute. Alles andere wäre auch ziemlich fies. Das geht nur für Xbox, das geht nur für PlayStation. Oh, ja, super. Dann fängt das nämlich wieder an mit den da. Ja. Wie sagt man dazu? Exklusivgedöns. Genau. Was ich bei diesen Console Wars sowieso nicht verstehen kann. Mario gibt's halt nur für Nintendo, also bitte. Ja, wobei iOS und Android ja mittlerweile auch. Richtig. Darf man nicht vergessen. Du hast ja diesen Arm vergessen. Kommt da noch was dran? Ja, den Arm. Oh. Jo. Fahrt sie nur wie rum, sodass er nach oben zeigt. So. Ja. Jetzt kommt diese komische Ampel. Ne, das ist die Kamera. Das sieht aus. Ja, wie ein. Es ist eine Ampelkamera. Ein Blitzer. Er ist ja so ein. Ja, so eine Art Roboter, der die immer so mit denen redet. Also, das könnte der sein. Ist das jetzt so ein grüner Spot, der hier? Nee, der ist so, eher so lila. Rot, ne? Rot, lila. Lila, ja, lila. Ich hab ihn. Der kommt dann nach unten. Dann kommt da eine Antenne. Da ist ein Roboter, der mit denen rein. Ne? Mhm. So, und dann ist da so ein Ärmchen dran. Ich habe mir ja so einige Trailer vorher angeguckt. Erst bevor ich mir überlegt habe, das zu holen. Das ist. Das kommt dann hier drum, oder? Genau. Ja, könnte passen, ne? Das ist so. Was spricht der denn mit denen? Ich meine, gibt der irgendwelche Anweisungen oder so? So habe ich das nicht mehr im Kopf. Hallo Batman, schön, dass du da bist. Ja. Apropos, du wirst gleich sterben. Das ist so ein bisschen GLaDOS-Art. Ja. Sagt dir GLaDOS was? Müsste eigentlich. Ja, sicher. Ja. Und ja. Dann gibt's Kuchen. Ach, immer wieder herrlich. Müsste ich mal wieder zocken. Ja, es gibt Dinge, die muss man öfter spielen. Ja, das Ding ist halt, es gibt den zweiten Teil für die Konsolen, aber den ersten Teil nicht. Also musste ich ihn für den Mac holen. Und da gab es für, wann das? Irgendwann im Herbst, die Holiday Sale bei Steam, gab es dann irgendwie die ersten beiden Teile für einen Zehner. Statt 25 oder 30 Euro. Und da habe ich gedacht, komm. Vor allem der zweite Teil ist ja deutlich länger. Okay. Aber ich mag die Physik, die Idee ist einfach genial. Aber dazu später mehr. Spoiler-Alarm. Ja, bei uns wird ja immer gespoilert, weißt du noch. Ach, ganz klar. Red doch nicht so ein Blödsinn. Wir spoilern noch nicht. Wir reden auch niemals über Filme, die andere noch nicht geguckt haben können. Nein, niemals. Niemals, niemals, niemals. So, jetzt kommt dies hier dran. Dann kommt dieser, genau, diese Greifer. Sieht hier irre aus. Mhm. So, zwei habe ich schon. Da ist der dritte. Kommen dann nicht besondere hin? Die sind alle anders. Ja, siehst du. Ich muss auch gucken, was da drauf ist. Ja, ich wollte dir ja nur beiseite legen. Das sind ja einfach alle. Sag doch nicht gleich krummer Hut. Doch. Doch. Ui, das ist jetzt aber. Ja, das ist. Ich glaube, ich mach's noch mal. Ja, besser. Das ist doch mal mit den Menschen sprechen, ja. Genau. Und dann geben wir mal den mit den Dreiecken noch. Damit wir die richtige Reihenfolge auch haben, wobei wir sie gerade genau verkehrt rum machen. Echt? Wir müssen ja so rumdenken. Ah ja. Wah, wah, wah. Entschuldigung, wir müssen das einmal rumdrehen, sonst bauen wir uns was Verkehrtes hin an.
Und wir müssen natürlich auch richtig rumhängen. So. Du hast meinen Teil bestimmt. Nein, da sind beide. Ja, aber da fehlt... Achso, da gibt's noch mehr. Da gibt's noch eins. Ah ja, ich habe auch nicht die richtigen. Ja, dann ja, hast du den. Ja, ist gut. Er klaut einfach meins. Ich habe falsch. Ja. Ich dachte, es gäbe nur vier. Es gibt auch nur vier. Ich habe trotzdem den falschen. Wie kann ich es wagen? Passiert. Wieso muss ich gerade mal zurück in die Zukunft denken? Man weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Oha. Jetzt, das sieht aus. Oh Gott, nein! Wie der Ring, der da drüber ist. Ja. Da habe ich tatsächlich mal was von gesehen, von dem Ring. Das tun wir erstmal auf Seite. Die Figürchen auch. Ich könnte es ja schon mal angucken. Oh mein Gott, was ist das? Das kommt aber nicht in meine Betthülle. Ja. So, jetzt kommen diese A's da dran. Warte mal, wie rum machen wir es jetzt so, ne? So rum, ja. So. Und hier werden nur da dran gelegt. Bloß nee, nicht drauf. Drauf, drauf. Doch, da drauf. Ah. Muss man irgendwie halten. Ja, ich dachte, das käme im nächsten Schritt. Entschuldigung, ich hatte es gerade. Alles gut, alles gut. Den Rest machst du. Nein. Nein! Hallo? So wie es aussieht, dürften du wir... Du alles bauen, ja. Ja, ist ja gut. Weißt du doch. Steht im Vertrag, halte ich dran. Ja, richtig. Hey, das ist du alles bauen, nicht Speed bauen. Speed build. Awesome Lego Done Quick. Da gibt es ja dieses Awesome Games Done Quick, also Videospiele. Großartige Videospiele schnell durchgespielt. Mhm. Hatte ich jetzt nicht mehr erzählt von... Du bist so schnell. Was, du bist zu langsam. Du musst erstmal umblättern, ja? Ja, aber es ist doch logisch, wie es weitergeht. Nein, ist nicht. Wir machen so lange weiter, bis die Steine aus sind und dann gucken wir, was als nächstes... Da ist noch einer. Ja, weil ich habe keinen grauen Dreier mehr. Das war's dran. Siehst du? Haben wir etwas falsch gemacht? Nein, ja, doch hier. Doch, einer. Da muss aber noch einer werden. Nee, muss nicht. Doch, für die andere Seite. Wo ist der Vierer? Da. Hier ist auch eine Lücke, siehst du ja. Ah, dann warst du nur zu langsam. Ja, so ist es. Ich habe ja gesagt, du bist zu schnell. Ich verstehe mal, warum. Ja. So, jetzt kommen die üblichen Befestigungsmerkmale. Ja, damit das auch hält, ne? Ne, und nochmal auf dieses... Ich kann es nicht mal erzählen, von wegen Link to the Past und so vielen Minuten und ja, Glitches aus ohne Ende und genau. Weiß ich nicht was. Was ich auch nicht wusste, wer Mario Maker zockt für die Wii U, da kannst du ja eigene Level bauen und die hochladen. Wenn du ein Level so baust, dass Glitches genutzt werden müssen, werden sie von Nintendo wieder gesperrt. Und cool. Wenn du Pech hast, schließen die sogar deine Accounts. Ja, ist ja auch unfair, ne, wenn du das nutzen musst. Ja, aber gleich den Account sperren, das ist schon krass, ja. Man kann ja mal verwarnen oder so. Das ja. Aber gleich den Account sperren, das sind ja schon Google-Methoden hier. So, jetzt kommt die Dreiecke. Ne, es hat mir einer erzählt, der bei dieser Gemeinschaft mitmacht, bei den Gamern. Schon krass. Okay, ist ganz interessant, der macht, ich weiß nicht, wie er heißt, Carl Sage oder wie er sich spricht, der ist ganz cool. Vielleicht blende ich ihn mal ein, vielleicht kann man sich gegenseitig supporten. Und, der spielt nur Crazy Level, also das sind so Level, die könnte ich glaube ich noch nicht, weil er kennt die Physik von Mario ohne Ende. Und weiß, wenn er so und so hoch springt, dass er so und so viele Kästchen hochkommt und weiß ich nicht was. Ich wüsste das nicht. Ja, das sind dann so Profis. So, jetzt kommen die weißen... Nee, die Punkte, ne? Hm. Moment. Hä? Moment. Stopp. Ja. Ach, die kommen nach vorne. Ja. Das kommt davon, wenn man sich das abguckt, was andere macht. Nee, das kommt, wenn man blind baut. Ja, wenn man mal cool sein. Ohne hinzugucken, das hinzubauen, ja. Und schon früh zu gucken. Da sagt die Lego auch so nicht.
Wir sperren erstmal den Kanal. Die zeigen ja nur Blödsinn mit unserem Spielzeug. Darf man Spielzeug sagen bei Lego? Doch, eigentlich. Ja, doch. Das doch. Geht schon gut, ne? Wobei ich habe gelesen, Lego Dimensions läuft bei dem Laden mit dem großen A im Internet nicht unbedingt unter Spielzeug. Nee, richtig. Weil ich war irgendwie in der Kategorie, habe Lego Dimensions eingegeben und da habe ich nicht alles zu sehen gekriegt. Und schon gar nicht das Starter-Set, das läuft nicht unter Spielzeug. Habe ich. Hast du? Dann haben wir noch was über. Oh. Weißt du doch, immer Reserve. Oh, vielleicht brauchen wir es ja noch. Das sieht gut an. Ja. So, okay. Vierzehn mal diese die Füßchen, ja. Und die kommen jetzt da. Ja, jetzt habe ich gelernt, jetzt gucke ich hin. Ich mache nur, was du machst, das reicht. So mache ich wenigstens keine Fehler, die du nicht auch machst. Ja, nu, das gehört dazu. Ach klar. Wir hatten nicht schon mal große Häuser gebaut und hinten festgestellt, oh mein Gott, es ist schief, da habe ich einen Stein vergessen. Richtig. Das hatten wir alle. Ich sag nur, hatten wir alles. Ich sag nur, der Turm von Ortland, da hatten wir auch so eine Sache. Da hast du es, genau. Da musst du dann den halben Turm wieder halben abbauen. Turm wieder auch. Das war aber, ja. Könnt ihr euch gerne im Kanal angucken. Ach doch, die doch gehört. Sind noch nicht durch. Da kommen noch diese Greiferhaken. Genau. Wobei ich mich mit YouTube erstmal komplett neu beschäftigen muss, habe ich festgestellt. Weil? Die Funktion, wenn du Videos hast, irgendwelche Überblendungen zu machen, die gibt es so nicht mehr. So wie wir sagen, jetzt abonnieren, nächster Teil, voriger Teil, das läuft jetzt alles ein bisschen anders. Kann ich dir nachher mal kurz zeigen. Das ist soweit fertig? Ja, aber da kommt noch was dran. Ja, das bauen wir ja jetzt. Oder du, oder ich. Oder wir. Ich mach schon. Ist ja gut, ich bin ja gleich fertig. Wie soll so alles bauen, also? Ich mach das schon. So, kommt so ein kein Gauner einer. Ist das der mit dem Kreuz? Ja. Ist der mit dem Kreuz? Bin ich nicht mit zufrieden, oder? Doch. So? Ah ja, und jetzt kommt der dann noch. Siehst du, war schon wieder weiter. Genau. Jetzt nicht. Ich habe auch mal einen Stolz. Ja. Ah, das ist dann die Befestigung am Mond. Ah, ja. Das kommt dann irgendwie da dran. Ja. Jetzt holen wir das nochmal. Achso, ja. Nee, mal wir sind noch nicht hier. So, wieder umdrehen. Genau, da kommt dann noch was dran. Durcheinander kommen. Ein freilassen. Nee, kein freilassen. Doch, ist richtig. Hier guckt einer noch raus. Aber das guckt was Schwarzes raus. Du hast das falsch schon drauf gemacht, das Ding. Hab ich gar nicht. Doch, diese Kreuzchensteine gucken dich an und die gucken nicht in den Ring rein. Mensch, guck dir das doch mal genauer an. So, jetzt ergibt das Sinn. Jetzt hast du das Schwarze hinten. Ja, ist ja richtig. Dass man immer das zweimal sagen muss. Ja, manche Dinge glaube ich halt nicht. So. Oh, jetzt kommt der Philosoph. Ich glaube nur das, was ich selber gesehen habe. Warte. Da kommen die Dinger noch. Ah. Ich kann bestimmt wieder kleben, oder? Ja. Ja, kleben ist dein Business. Dann gucke ich mal, wo der Kühlergrill hinkommt. Und. Viele nehmen ja eine Pinzette zum Kleben. Ist das sinnvoll? Ihr seht die Pinzette auch im Weg, oder? Ja, finde ich auch. Gibt es demnächst Maschinen für? Also jetzt so kleine Geräte, kann man sich hinstellen, Lego-Stein rein. Oder so, ja, auch eine coole Idee. Ja, natürlich. Passt dann an meinen Tag, bumm. Die Lego-Klebemaschine. Ein Klebo. Ein Klebo. Das ist für die Höhle der Löwen. Halte das nicht für sinnvoll, kommt dann. Verlieren die Kinder dann nicht den Spaß? Haben die Kinder den Spaß, wenn alles schief und krumm ist? Ja. Ist nicht so schlimm, wenn es schief ist. Ja, vor allem, ich sehe das ja immer so.
Und kommen gar nicht. Keiner dran. Oh. Beide falsch. Diesmal hast du bei mir abgekommen. Ja, richtig. Aber dann kann ja auch das Kind die Motorik lernen. Ja, erstmal das, und ich sehe sowas ja auch immer. Das ist ja nun ein Portal, also ein Gebrauchsgegenstand, und der nutzt sich halt irgendwann ab. Also jetzt nicht das Lego an sich, sondern wenn man das als Gebrauchsgegenstand in der Lego-Welt betrachtet. Richtig. Das muss man sich jetzt in drei Dimensionen vorstellen, wo wir schon bei einer Menschen sind. Mhm. Und deswegen kann da ruhig mal was schief sein, was dreckig sein, was abgebrochen sein. Auf jeden Fall. Solange es keine Funktion besitzt. Das ist jetzt was für Leute, die unheimlich schwer mit Asymmetrien klarkommen, das alles auf eine Höhe zu bringen. Oh, die Antenne baue ich. Ist da dieses Schild? Ein Schild ist das, ja. So. Richtig rum liegt es und dann kommt das so da drauf? Nee. Das ist doch nicht richtig. So. Das. Ach guck, da ist sogar eine Uhr drauf oder so. Mhm. Doch, zurück in die Zukunft. Bam. Würde ich jetzt so sagen. Jetzt kommt die Hochzeit. Ja. Aber ist das so richtig? Ich denke schon. Der guckt nach vorne. Also von uns weg. Mhm. Stimmt. Und er ist auf der anderen Seite von diesem Pin. So. Du hast die Erde. Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist die Hochzeit. Ja, wenn. Das ist doch so. That's what she said. Hey. Cool, sieht doch aus. So, komplett drauf. Kleben. Ah, viele Steine wieder. Können wir direkt noch dekorieren. Kommt ja vielleicht noch was. Sieht mir nicht danach aus. Das ist jetzt dieses Fähnchen hier, ne? Ja. Ah, das musst du sogar zweimal machen. Hast du den fertig? Nein, habe ich fertig, ja. Dann packe ich den mal hier drin. Cool. So. Und nach eben in diesem Spiel, dann kommen diese anderen hier nach vorne. Nach vorne? Ja, also hier diese hier. Die werden nach und nach erst freigeschaltet. Sozusagen im Spiel selber. Dann kann man die hier vorne dran machen. Ach so. Ja, da, siehst du, da kennst du dich wieder mehr aus. Ja, ja, ich habe, wie gesagt, ein paar Trailer gesehen und so. Aber die sollen mal ein bisschen nach vorne kippen, glaube ich, ne? Wenn das nach den Bildern... Ja, richtig, nach vorne müssen, nee. Das ist wie so ein Stargate, wie du schon sagst. Ja, ernsthaft, ja. Cool. So, was soll draufsetzen? Ja, klar. Hier drauf. So, die sind über bisher. Das war noch eine Folie dran. Stargate mit Folie, man stellt sich das so. Guck mal, ich habe ein Stargate, das ist sogar noch frisch eingepackt. Ja. Das wird anders als hatten, ne? Das wird jetzt einfach nur drauf gesteckt. Hammer. Ich bin schwer begeistert. Sieht cool aus, wirklich. Und das Ganze jetzt auf viel mehr Rand darf ich es auch nicht holen, sonst haben wir es nicht ganz drauf. Und hier ist die Plattform. Ne, passt genau rein, siehst du? Ja, und hier ist eine Plattform und da ist eine Plattform, genau. Können die alle drei gleichzeitig? Die können alle drei gleichzeitig. Du wirst was Bescheid. Hier haben wir jetzt auch einen Haufen Werbung, was es an Päckchen gibt, natürlich. Ah ja, da steht es auch nochmal erklärt. Okay. Ich glaube, hier in der Mitte war nur für Fahrzeuge, aber... Das werden wir dann sehen, würde ich sagen. Ja, das war das Starterpack von Lego. Ja, guck. Der Menschen. Halbes Stündchen ist holen. Dafür, dass wir es schneiden wollten? Nein. Das wäre wirklich zu kurz gewesen. Ja, eben. Finde ich gut. Sieht stylisch aus. Mhm. Muss halt nur bei dir einen passenden Platz finden. Den habe ich. Bis zur Geltung kommt. Habe ich. Kabel ist lange genug, ein bisschen variieren kannst du es ja. Ich habe doch schon einen Steinplatz im Auge, im Kopf.
Tja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Päckchen wieder. Was auch immer das sein wird. Ja, das war überraschend. Es wird auf jeden Fall mit Lego Dimensions zu tun haben. Nein! Doch. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht irgendwas aus diesen, was wir nicht rauskriegen. Das können wir ja offline machen. Ja, genau, und, wir gucken uns das an. In der nächsten Folge zeigen wir es euch. So. Wir nicht. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüssi. Tschüss.